Ja, hallihallo, servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession von Big Bang Empire. Ja, ihr seht, ich bin wieder ein klein wenig vorangekommen, befinde mich jetzt gerade auf Stufe 78 und habe noch nicht alle Missionen heute fertig gespielt. Deswegen werde ich erst einmal eine neue Mission mir herauspicken. Ich gehe natürlich nach wie vor auf Erfahrung. Und ich möchte heute mal ein klein wenig über das Spielprinzip plaudern, beziehungsweise ein klein wenig Tipps und Tricks geben, wie ich so spiele. Weil ich gemerkt habe, viele, die die Videos schauen oder auch dann hier in diesem Spiel beitreten und fragen, wie geht denn das und wieso levelst du so schnell und wie bekommst du Kohle zusammen. Und ja, dachte ich mir, ich gebe einfach mal ein paar kleine Hinweise. Diejenigen, die sich super mit Hero Zero auskennen, die werden sicherlich keine Hinweise brauchen, weil es eigentlich genau das gleiche Prinzip ist. Aber ich werde dort einfach mal ein klein wenig drüber plaudern. So, ich habe heute auch wieder einen neuen Pornofilm fertiggestellt. Der hatte allerdings nur eine 7,0 erreicht, aber ich hatte hier in letzter Zeit, mein letzter, das war sogar ein 10er geworden, das war meine allererste Hochglanzproduktion, hat sich im Krankenhaus abgespielt und hieß Muttis Lektionen in Uniform. Das ist mal eine 10,0 geworden, aber irgendwie hatte der auch nicht allzu viele Fans eingebracht, weil wenn man mal sich diesen Vergleich ansieht, 50.000 zu einem 7er Film 43.000, dann ist das nicht viel mehr. Ich weiß allerdings nicht, ob man jetzt irgendwie die Bewertung beeinflussen kann. Irgendwie wird das zusammenhängen mit Titel und Ausschnitten hier. Ich habe keine Ahnung, das sind alles nur vage Vermutungen. Ich nehme zum Beispiel an, dass, weil es das Set Krankenhaus war, dass es vielleicht gut war, wenn im Titel Uniform stand. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Habe auch nur diesen einen Zehner hinbekommen. Was war noch gut? Ja, alles andere waren mal mehr oder weniger einen 9er. Hier hatte ich mal einen 9er, 9,7er. Der war schon ziemlich nah dran, auch der 8,9er. Aber einen 10er habe ich bisher nur einmal geschafft. Ich weiß nicht, wie man das beeinflussen kann. Wäre an dieser Stelle mal ganz cool, wenn man da irgendwie ein Tutorial bekommen würde oder sowas. Wahrscheinlich von Playata höchstpersönlich dann. Das wäre nämlich am besten, dass man erfährt, was hat es damit auf sich. Aber gut, im Moment weiß Playata, glaube ich, selber noch gar nicht richtig, was die Fans mal bringen sollen. Weil man sammelt sich hier zwar Fans durch die Filme, die man produziert, aber die haben halt noch gar keinen Nutzen. Also das ist bloß eine Anzeige hier, mehr oder weniger. Aber ich denke mal, früher oder später bringen die Fans vielleicht irgendeinen Bonus ein. Vielleicht bringen sie irgendwie zusätzlich Kohle ein oder verbessern irgendwelche Werte oder sonst was. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, im Moment haben die Fans noch keinen Einfluss auf das Spielgeschehen. So, schauen wir mal hier in die Gilde, beziehungsweise ins Studio. Ihr seht, hier hat sich sehr, sehr viel getan. Ja, wir sind fast am Vollausbau. Wir sind zurzeit das Team Nummer 4, was den Vollausbau fast erreichen wird. An dieser Stelle auch ein riesengroßes Dankeschön an alle, die hier fleißig gespendet haben. Bei uns ist mehr oder weniger ein Problem. Ich habe ja angefangen hier in die Notizen. Ich glaube, das blende ich jetzt mal kurz aus für euch. Hatte ich ja in die Notizen geschrieben, dass es ja, dass es eine Art Spendenübersicht gibt und für gewisse Level sollten die Leute gewisse Dinge spenden. Eine gewisse Höhe an Scheinen spenden. Aber das machen nicht viele. Wir haben viele fleißige Spender dabei, aber auch einige, die halt wirklich nur den Mindestbetrag spenden und so, oh, ist denn das wirklich notwendig? Na gut, hier hast du mal ein paar Scheinchen, aber dann halt voll vom Ausbau profitieren wollen. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Ich finde, wenn man in einem Team Mitglied sein möchte, in einem Studio, dass man auch wirklich alles dafür gibt, dass man dafür lebt, sozusagen das voranzubringen. Unser Studio ist jetzt in letzter Zeit so extrem gewachsen, weil wir hier einen Spieler hinzubekommen haben, der ja den Ausbau zu gut 50% jetzt finanziert hat. Das ist der gute Amaklia. Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Ihr seht schon, er hat schon alleine 65.000 Diamanten gespendet. An dieser Stelle kann man auch sagen, wer Amaklia eigentlich ist, denn den werden von euch vielleicht auch ein paar Leute kennen. Das ist der gute Tomek 1985, der hat zum Beispiel auch einen YouTube-Kanal und macht auch so ein bisschen Browser-Games. Ich glaube, am aktivsten ist er so bei Shakes and Fidget, soweit ich weiß. Da ist er ja auch auf Server 33, wie ich es jetzt zum Beispiel auch bin.
Und ja, er hat hier wirklich massig Diamanten in das Studio gesteckt, womit wir den Vollausbau jetzt finanzieren konnten. An dieser Stelle nochmal ein extra super großes Dankeschön an dich, Thomas. Und ja. Ja, jetzt geht's voran. Wir machen das Studio jetzt noch auf Stufe 30 hoch und danach sind wir halt Vollausbau. Danach heißt es aber trotzdem nicht aufhören zu spenden, weil natürlich die Studiokämpfe auch mittlerweile Cash kosten und die werden von Mal zu Mal zu Mal zu Mal teurer. Und vielleicht kann man sich ja auch die ein oder andere Torte noch kaufen von Dias, die dann später noch reinkommen, wenn der Vollausbau vonstatten gegangen ist. Ja, auf jeden Fall das Team ist sehr, sehr schnell jetzt gewachsen und ich bin richtig stolz auf dieses Team bisher. Also ich habe es noch nie geschafft, auch nicht in Hero Zero oder sowas, irgendwie der Führer eines Teams zu sein, was den Vollausbau auch nur annähernd erreicht hat irgendwie. Und jetzt, ja, jetzt guckt man hier mit großen Augen und auch das Hintergrundbild hat sich mittlerweile schön verändert von feucht und fröhlich hier. Ja. Was kostet denn zum Beispiel die nächste Stufe? 100.000 Scheine. Da müssen wir noch ein bisschen darauf hinspenden. Ich habe schon wieder 4.000 Scheine. Die spende ich gleich mal. Ich bin immer einer, der Rundspenden mag. So, immerhin schon mal wieder 4.000 Scheine reingeklatscht. Das, was geht halt. Die Mission müsste mittlerweile auch wieder fertig sein. Jawohl. So, und jetzt würde ich sagen, erzähle ich mal ein klein bisschen über meine Taktik, die ich hier so fahre, für Tipps und Tricks. So. Also, wie levelt man am schnellsten? Ganz einfach kann man das kurz zusammenfassen, indem man ein Auge auf die schweren Kampfmissionen wirft. Weil ihr habt gerade gesehen, die Mission, die wir jetzt gestartet haben, das war eine schwere Kampfmission, die hat auch extrem hohe Belohnungen gehabt, weil es natürlich schwerer ist, den Kampf zu gewinnen, wie zum Beispiel bei einer leichten oder bei einer Mission, wo man einfach nur eine Zeit lang weg ist und dann wiederkommt. Deshalb halte ich meistens ein Auge auf die schweren Kampfmissionen. Und bevorzuge die, danach schaue ich mir halt mittlere Kampfmissionen an. Also hauptsächlich ist Kampfmission, da macht man wirklich am meisten gut. Und um die auch immer zu gewinnen und wirklich diese Belohnungen da abzugreifen und nicht allzu oft zu verlieren, gibt es eine spezielle Taktik. Und zwar die Taktik des Ausdauer-Equipments. Das heißt, man legt sich ein Equipment an, wo immer Wert auf Ausdauer gelegt wird. Also hier meine ganzen Körperteile. Gut, das Kopfteil jetzt nicht, habe ich noch nicht gefunden. Aber die meisten, die pushen wirklich nur Ausdauer hoch. Und dazu sollte man noch die Waffe rausnehmen. Das hat folgenden Hintergrund. Und zwar habt ihr hier mit viel Ausdauer viel Leben, was ja klar ist. In meinem Fall jetzt 19.370 Lebenspunkte, beziehungsweise Trefferpunkte. Und wenn ihr dann noch die Waffe rausnimmt, macht ihr natürlich extrem wenig Schaden. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn ihr gegen den Gegner kämpft, eine Kampfmission annehmt, auch eine schwere, dass der Gegner immer ein klein wenig schlechter ist von den Werten her, wie ihr es seid. Ein leichter Gegner ist viel schwächer wie ihr, den macht ihr fast zu 100% platt. Ein mittlerer Gegner ist etwas schwächer wie ihr und ein schwerer Gegner ist ein wenig schwächer wie ihr. Das heißt also, wenn ihr jetzt möglichst wenig Schaden austeilt und aber möglichst viele Lebenspunkte habt, dann tut ihr den Kampf ja automatisch in die Länge ziehen. Und je länger so ein Kampf natürlich geht, desto höher ist die Chance, dass ihr dem Gegner öfter ausweicht wie er euch. Und desto höher ist auch die Chance, dass ihr mehr Crits austeilt wie der Gegner euch. Und deshalb versucht man mit so einem Ausdauer-Equipment den Kampf einfach in die Länge zu ziehen. Und somit stehen die Chancen natürlich viel größer, dass ihr den Kampf gewinnt und somit auch die schwere Gegner Belohnungen einkassieren könnt. Das ist schon der ganze Trick hinter der Geschichte. Die Wurfwaffe habe ich jetzt in diesem Spiel drin gelassen, weil sich herausgestellt hat, dass man mit Wurfwaffe noch mehr Schaden macht wie der Gegner. Weil ich glaube, die Wurfwaffe, die wird irgendwie beim Gegner nicht mitberechnet derzeit. Und deshalb lässt man die Wurfwaffe hier an der Stelle drin. Ich glaube, bei Hero Zero war es so, dass man beides rausgenommen hat, Wurfwaffe und Waffe. Das hat sich hier irgendwie anders herausgestellt. Also lasse ich hier die Wurfwaffe drin. So, ja, das macht man im Prinzip so lange, bis man seine Energie durch hat und danach kann man wieder ganz normal sein stinknormales Equipment reinziehen. Das war aber auch schon so ähnlich bei Hero Zero. Also so levelt ihr am schnellsten, wenn ihr wirklich immer schwere Kampfmissionen schaut, dass ihr die macht.
beziehungsweise wirklich guckt, wo sind Missionen, die mir die meiste Experience pro Minute geben, beziehungsweise pro Energie, die ihr hier verspielt. So, natürlich sei auch noch gesagt, dass man aufpassen muss in den höheren Leveln wahrscheinlich, dass ihr nicht zu viel Ausdauer habt und zu wenig Schaden macht, weil ich habe es auch schon erlebt in einem, wo war denn das? Das war bei einem PvP-Kampf. Ich weiß nicht, ob es bei den schweren Missionen auch so ist. Aber da hatte jemand so extrem viel Lebenspunkte, dass der nächste Schlag den Gegner im Prinzip auf einmal komplett K.O. gemacht hat. Und zwar nehme ich an, dass es hier ähnlich ist wie bei Hero Zero, dass wenn ihr extrem viele Lebenspunkte habt und der Gegner zum Beispiel extrem wenig Schaden, also einfach mal anders formuliert, wenn sich ein Kampf ewig in die Länge zieht, dann wird dieser nach einer gewissen Anzahl von Angriffszügen einfach gecuttet. Ich glaube, das war bei Hero Zero so bei 40 Kampfzügen, ich weiß es nicht. Also wenn ihr 20 Mal eine Aktion gemacht habt und der Gegner 20 Mal eine Aktion, dann hat das System mehr oder weniger gesagt bei Hero Zero so, hier ist Schluss. Der nächste, der einen Treffer landet, hat gewonnen. Das heißt also, wenn ihr dem Gegner ausweicht und ihr könnt ihn klatschen, habt ihr gewonnen. Egal wie viel Lebenspunkte er hat und egal wie viel Schaden ihr macht. Gleich ist natürlich andersrum. Ich glaube, das ist hier auch so, weil ich habe es auch schon mal erlebt, dass hier ein PvP-Kampf stattgefunden hat und der Eigentümer hatte über 8000, ich glaube, noch Lebenspunkte und auf einmal war er halt down mit einem Schlag und das war auch so ein Kampf, der sich halt extrem in die Länge gezogen hat. Deshalb nicht wundern an dieser Stelle, es kann sein, dass wenn ihr zu viel Lebenspunkte habt und zu wenig Schaden macht und sich der Kampf zu lange in die Länge zieht, dass auch so ein Cut bei schweren Missionsgegnern erfolgt. Ihr seht schon, hier ist zum Beispiel der schwere Kampfgegner. Hier sieht man ganz gut, dass der Gegner immer etwas schwächer ist als ihr. Nicht viel, aber etwas, wie man sieht. Und somit besteht, wie gesagt, die Chance, dass ich ihm zu 11,5% ausweiche, er mir nur zu 9%. Und demnach streckt sich das natürlich über die Anzahl der Versuche, dass man einfach besser ist und gewinnt. Seht ihr? So easy peasy kann man im Prinzip schwere Kampfmissionen machen. Jetzt habe ich hier eine mittlere, aber ich habe jetzt auch keinen Booster genommen, wo ich hier die besten raussuche. Jetzt nehme ich mal die. Was ist denn hier? Ich habe jetzt eine Bewerbung wahrscheinlich. Nee, der braucht Batterien, eine Anfrage, okay. Weil ich habe in letzter Zeit auch Bewerbungen erhalten. Tekal gelöscht. Hat sich schon jemand gelöscht? Erst bewerben und dann gleich löschen. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehabt. Hier darf ich ins Studio rein, mache eine Ausnahme. Ich bin ein ultraaktiver Spieler und ich werde, habe so viel Hero Zero Erfahrung. Und dann sage ich halt meistens, du, wir haben halt eine Levelgrenze, was ja eigentlich klar ist für so ein hohes Studio, sage ich mal. Wir können ja jetzt nicht alle aufnehmen. Das ist klar, dass man Wert auf irgendwas legt. Wir legen jetzt zum Beispiel Wert auf die Levelgrenze. Wir legen darauf Wert, dass man im Chat wenigstens Hallo mal schreibt. Also nicht, dass man sich denkt, von dem habe ich überhaupt noch nichts gehört, so ungefähr. Dann legen wir Wert auf Spendenfreudigkeit. Also ihr solltet wirklich für das Studio leben. Ihr solltet spenden, zumindest so lange, bis der Vollausbau erreicht ist. Danach wird entschieden, wie wir weitermachen. Aber wie gesagt, auch dann braucht man noch Scheine für die Kämpfe und so weiter.